Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Hälsisch. Jetzt kommt wie versprochen die Passage, wo es ein bisschen diffiziler wird, wo viele Infizierte sind. Und ich versuche heimlich vorzugehen. Und wenn es nicht anders geht, dann wäre ich halt offensiv und aggressiv. Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor, ich pass hinten auf. Ellie. Egal, was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Ja. Natürlich, ich darf wieder die Sauerwet machen. Klicker lautlos. Das ist klar. Wie ich eben schon gesagt habe, die hören mich auch, wenn ich mich bewege. Die hören jeden Scheiß, du, die Viecher. Deswegen musst du besonders lautlos vorgehen. Ganz, ganz, ganz langsam. Gehen wir mal hier, hoffen wir mal, dass das klappt. Ah, nee, das klappt nicht. Da drüben, die zwitschert sich doch gerade in Doterei. Da kennt man noch heimlich vorgehen. Aber wir wollen erstmal den Klicker da weghaben. Weil der ist uns da ein bisschen im Weg. Ich könnte jetzt natürlich ganz sauisch vorgehen und könnte einen Molotow-Cocktail reinschmeißen. Aber wir wollen hier vorsichtig sein. Ist langsam. Wir warten, bis der hier wieder sehr rund gedreht hat. Wir können sie auch immer hören, wo die rumgeistern. Da kommt er jetzt wieder in unser Nähe. Warten, bis er da vorüber ist. Bewegen uns dann keinen Millimeter. Die Ellie ignoriert er natürlich wieder. Wie gesagt, die MSCs werden wir immer ignoriert. Dann ganz langsam. Dann schnappt man uns. Und machen dann so alle. Ach, wenn das jetzt gerade richtig olber geklungen hat. Aber für die scheinen das stinknormale Umgebungsgeräusche zu sein. Wir könnten jetzt zwar Messer basteln. Aber da vorhin in der Schublade, Max, sehr. Da ist noch eins. Da können wir sogar in aller Pracht bewundern. Wie gesagt, das ist nichts anderes als eine rostige Schere klingen mit Klebeband als Impro-Griff. Das Ding schnappen wir uns jetzt. Dann ziehen wir uns so drüber, denn da rein, der sich den Dodenheiz wirbelt. Und das ist so ein Stalker, wie ich gesagt habe im letzten Let's Play. Das sind Leute, wo die Infektion schon vorangeschritten ist, aber nicht so arg, dass sie Krieger werden. Können wir uns mal angucken? Ah ne, es ist ein Runner. Kein Stalker. Okay, die kennen wir auch noch so abmurksen, weil die Stalker, die kann man auch nur noch mit dem Messer. Das heißt, die sind auch schon zu arg infiziert. Wobei ich, wie gesagt, dort hätte ich einfach nur mit dem Messer trage, wenn ich die Person wäre. Neue Batterie gewechselt. Ja, die Riegel. Da gäbe es noch eigentlich ein Latt als Nahkampfwaffe. Aber ich weiß gar nicht, wie viel von den Dingern man verbroten soll. Da ist auch noch was Nettes. Und zwar ist hier ein Zettel und Munition. Die ist aber voll. Die Nachricht an Derek hier, die ist ganz wichtig. Wenn wir uns die angucken, steht hier Zahle-Kombi. Und zwar ist das eine Safe-Kombination. Die merkt sich der Joel jetzt. Ich meine, unter der Situation, wo er ist, das ist super einfach, sich da jetzt eine Zahlenkombi zu merken. Ich meine, man hat ja nicht so Lappalie wie Überlebe zu erledigen. Das merkt er sich. Uppala. Direkt vom Klicker gelandet. Der hat uns entdeckt. Den können wir auch noch so mit dem Messer abwehren. Und jetzt geht die Luzi ab. Ach, du Fott. Ah, Scheiße. Das lief nicht so wie erwartet. Das lief richtig scheiße. So soll es eigentlich nicht gehen. Am Anfang haben wir halt noch kein gutes Ladetempo. Deswegen muss es immer ein bisschen dauern. Aber wir machen das jetzt ein bisschen anders. Die Sache habe ich ja erklärt, wie es eigentlich laufen sollte. Okay, wir machen es jetzt ein bisschen anders, wie gesagt. Weil der Revolver, der ist erstens mal scheiße, der braucht ewig, bis er abgefeuert hat. Den müssen wir erst verbessern später. Wenn der verbessert ist, dann läuft es auch wieder ein bisschen besser.
Aber jetzt in dem Moment, der Revolver macht zwar ein bisschen mehr Schade als die 9mm, aber trotzdem, ja, braucht man immer noch jede Menge Treffer und so einen Klicker zu erledigen. Und wie ihr gesehen habt, die Klicker kann man, wenn sie im Nahkampf greifen, immer noch mit dem Messer abwehren. Aber dann ist das Messer kaputt. Und der Klicker ist bei weitem nicht erledigt, weil es ist ja kein gezielter Stoß, das ist eher so ein Abwehrstoß. Und deswegen, ja, war's das dann. Wollen wir uns da nochmal den Zettel für das Safe. Und jetzt habt ihr zumindest einmal gesehen, wie es aussieht, wenn man stirbt. Ich meine, das wird mir wahrscheinlich auch öfters passieren. So gut bin ich dann auch nicht. Ja, da haben wir wieder den Klicker. Der soll uns nicht bemerken. Ne, das könnte uns gleich wieder dieselbe Scheiße passieren. Deswegen, wir warten mal lieber ab, bis er vorbei jockelt. Und wenn der vorbei ist, dann machen wir das jetzt in aller Ruhe. Komm her, du Sau. Fantastisch. Andere merken das nicht. Wie gesagt, für die sind das anscheinend stinknormale Umgebungsgeräusche. Die stehen dann auch so ein bisschen katatonisch vor sich hin, die ganze Runner. Sind wohl zu arg mit sich selber beschäftigt. Und wenn sie irgendwas hören in der Umgebung, was sie reizt, dann drehen die um. Okay, hier in der Umgebung ist nichts mehr. Wir wissen auf jeden Fall, dass uns hier eine Safe-Bonus-Belohnung erwartet. Das heißt, da ist wieder ein bisschen besseres Zeichen drin. Zwar nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall gutes Zeichen dabei, was man gebrauchen kann. Dort drüber hampeln wieder zwei rum. Zu denen wollen wir. Aber vorher basteln wir uns wieder Messer. Ihr habt ja gesehen, es ist praktischer, wenn man mehr Messer zur Verfügung hat. In einem ruhigen Moment werde ich auch nochmal bei der Pille was auswählen, weil die waren gelb umrandet, so wie die Werkzeuge. Das heißt, da ist was aktiv, da kann man was schaffen. Jawoll! So sollte das doch eigentlich laufen. Molotow-Cocktail kann ich euch eigentlich auch mal zeigen, aber ich glaube, davor sind wir derzeit zu wenig Gegner hier unterwegs, die ja nur einzeln vorkommen, weil wenn, dann will man den Molotow-Cocktail natürlich auf mehrere Gegner schmeißen, wenn die sich in einer Horde versammeln. Aber das wird auf jeden Fall noch früh genug kommen, dass er euch das zeigen kann. So, Dendo gemessert. Und dort drüber haben wir gesehen, oder gehört auch, das, na, haben wir den nicht gehört? Nee. Ah doch, da war wieder einer vor sich hier, gestammelt, gestanden. Den können wir auch noch erledigen. Der steht vorm Safe. So, das Mädel können wir erwürgen. Dann müssen wir kein Messer verschwenden. Ja, ist auch keiner mehr hier in der Umgebung. Gucken wir uns in dem Wareabteil nochmal um. Dann haben wir wieder Revolvermunition. Das ist auch ganz gut. Schere und Alkohol nehmen wir gern mit. Ach, wenn wir nicht saufen können, dann nehmen wir trotzdem gern mit. Können wir entweder einen Molotow-Cocktail draus basteln oder ein Medikit. Und da ist es safe. Wie gesagt, der Joel hat sich die Kombi gemerkt. Machen wir auf. Und 50 Bauteile drin. Das ist sehr gut, wenn wir später vor allem den Revolver ausbauen wollen. Und ganz, ganz wichtig, die Halfter. Weil ihr habt ja gesehen, so kann man bisher nur so popelig abwechseln. Und mit dem Halfter hat man gleich zwei Waffen zur Auswahl. Das ist dann ganz praktisch, da kann man schneller drauf zugreifen. Dann gucken wir uns hier gerade noch so ein bisschen in dem Lader um. Ist halt wahrscheinlich so eine U-Bahn-Station gewesen, wo halt mehrere Läden noch waren. Kaffeelade hier wahrscheinlich. Und da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen um. Auch wenn wir stehen, sehen wir nichts. Taschenlampe da, habe ich dummerweise zugemacht, ausgemacht. Und da ist jetzt nur noch einer da. Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los. Das ist der letzte Hansel. Und den schnappen wir uns jetzt auch noch. Komm her, Schorsch. Und weg ist er. Schön. Oh ja, schön. Ganz bezaubernd, Tess. So, stehen wir da auf. Und dann können wir da hoch. Okay, na los. Und die zwei
Dame erstmal vor. Hey! Und ich als Letzter. So, Della. Runa. Beziehungsweise hier. Oh Mann! Wir haben es tatsächlich geschafft! Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. So sieht's aus. In dem Fall wären wir sogar immer gestorben. Aber nach der Passage hier machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Und ich hoffe, wir sehen uns im letzten Video von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Yankee.